Anna Kreuzberg hat die guten News für uns. Gute News. Clap along if you feel like that's what you want. Das Arbeiten im Homeoffice ist ein Segen für die Umwelt. Der Ökologische Verkehrsclub Deutschland rechnet vor. Allein durch weniger Pendelverkehr lassen sich bei uns hier 1,5 Millionen Tonnen CO2 jährlich einsparen, wenn die Rahmenbedingungen für mobiles Arbeiten stimmen. Außerdem könnte die Zahl an Geschäftsreisen dauerhaft um ein Drittel sinken. Künstlicher Schnee soll Gletscher retten. Eine neue Beschneiungsanlage wird jetzt in Graubünden in der Schweiz getestet, und zwar am Fuße des Morteratsch-Gletschers. Nur eine Schneeschicht kann Gletscher wirklich schützen, denn Schnee reflektiert die einfallende Sonneneinstrahlung und isoliert vor warmen Temperaturen. Mit der Beschneiung eines Quadratkilometers Gletscher könnte die Gletscherschmelze Berechnung zufolge um 50 Jahre verzögert werden. Rekordumsatz für Bioprodukte. Die Menschen sind mehr zu Hause und kochen auch mehr selbst. Im Jahr 2020 wurden Bio-Lebensmittel im Wert von 15 Milliarden Euro gekauft. Ein Plus von mehr als 20%. Bio legte nach Angaben des Bundes ökologischer Lebensmittelwirtschaft doppelt so stark zu wie der Lebensmittelmarkt insgesamt. Wow.